In diesem Video möchte ich mit euch 5 Punkte besprechen, warum es sinnvoller ist, Dateien über das Usenet zu tauschen, als über One-Click-Hoster. Punkt Nummer 1. One-Click-Hoster basieren auf einer zentralen Infrastruktur. Wird eine Datei gelöscht auf einem One-Click-Hoster, ist sie dort nicht mehr auffindbar. Beim Usenet sieht das ein bisschen anders aus. Das Usenet besteht im Hintergrund aus mehreren verschiedenen Servern, also aus verschiedenen Backbones. Lädt jetzt jemand eine Datei in das Usenet, verteilt sich diese Datei auf verschiedene Anbieter. Oder wie man auch sagen könnte, auf verschiedene Backbones. Wird jetzt die Datei auf einem dieser Backbones gelöscht, heißt das aber nicht, dass auf anderen Backbones diese Datei auch fehlt. Löschungen werden eben nicht synchronisiert im Usenet. Das kann man sich zunutze machen, indem man zum Beispiel zwei Accounts von zwei Anbietern nutzt, von zwei Usenet-Anbietern. Also einen Account zum Beispiel mit unlimitierten Downloads für günstige 7 Euro im Monat von Eweka zum Beispiel. Und dann sucht man sich noch einen anderen Anbieter, der einem Zugriff auf einen anderen Backbone verschafft und kauft sich einen sogenannten Block-Account. Dieser Block-Account hat ein festes Limit, das aber zeitlich nicht abläuft. Ich kann mir dann bei diesem Block-Anbieter eben zum Beispiel 1 Terabyte an Traffic kaufen. Dieser Traffic läuft aber nicht ab, der bleibt so lange erhalten, bis ich ihn halt, ja, fertig geladen habe. In meinem Newsreader kann ich dann wiederum einstellen, dass erstmal der unlimitierte Account benutzt wird und erst wenn da diese Datei nicht gefunden wird, weiche ich auf diesen Block-Account aus. Den werde ich also sehr, sehr selten beanspruchen und der wird mir sehr lange erhalten bleiben. Ich habe also im Usenet die Möglichkeit, an Dateien ranzukommen, die auf einem Server gelöscht wurden, aber vielleicht auf einem anderen Backbone noch verfügbar sind. Der nächste Vorteil im Usenet ist die sogenannte Retention, die Vorhaltezeit. Bei One-Click-Hostern habe ich immer das Problem, dass die Datei regelmäßig heruntergeladen werden muss, ansonsten wird diese gelöscht. Das ist kein Problem bei One-Click-Hostern, wenn ich also sogenannte Mainstream-Downloads habe, also Dateien, die viele Nutzer anfragen und auch regelmäßig heruntergeladen werden. Zum anderen gibt es natürlich auch bei One-Click-Hoster-Downloads immer die Möglichkeit, im Hintergrund immer so ein Re-Upload zu automatisieren. Trotzdem habe ich das Problem, dass erstmal, wenn eine Datei hochgeladen ist, die bei manchen One-Click-Hostern schon nach 30 Tagen wieder gelöscht wird. Sobald die Datei wieder heruntergeladen wird von einem Nutzer, fangen diese 30 Tage erneut an zu laufen. Das wird problematisch, wenn man in der Nische sich bewegt und Dateien herunterladen möchte, die vielleicht nicht viele Nutzer interessieren. Da wird man schnell auf das Problem stoßen, dass viele Dateien einfach nicht mehr auffindbar sind. Kommen wir zum dritten Punkt, die Verschlüsselung von Dateien und der Passwortschutz. Im Usenet gibt es die Möglichkeit, sich über ganz normale HTTP-Foren die Dateien zu suchen. Dort findet man dann den Header der Datei und das Passwort zur Datei. Diese kann ich dann im Usenet suchen und herunterladen. Dieses Prinzip hat den Vorteil, dass diese Dateien nicht öffentlich einsehbar sind. Man kann also jetzt nicht am Namen der Datei erkennen, was sich dahinter verbirgt. Zudem sind die Dateien verschlüsselt, man kann also auch nicht reinschauen, wenn man das Passwort nicht hat. Die Foren, die diese Passwörter wiederum verteilen, sind geschlossene Foren in der Regel. So hat von außen niemand Zugriff auf die Dateien und es liegt quasi nur Datensalat von außen im Usenet. Niemand kann also jetzt behaupten, diese Datei würde mir gehören und ich kann die löschen lassen. Ich mache ein Beispiel. Du lädst dieses Video herunter, verteilst das im Usenet. Da ich natürlich der Rechteinhaber dieses Videos bin, auch wenn das unter Creative Commons läuft, bin ich trotzdem noch der Rechteinhaber und kann ja Vorgaben machen, wie es getauscht wird. Zum Beispiel mit einer Namensnennung. Würdest du jetzt vergessen, diese Namensnennung im Usenet zu machen für mein Video, also einen Link zum Beispiel zu meinem YouTube-Kanal, dann könnte ich ja hergehen und das Video im Usenet löschen lassen. Dazu muss ich ja aber erstmal wissen, dass sich hinter einer Datei auch mein Video verbirgt. Hat die Datei aber einen generierten Dateinamen, also einen zufällig zusammengewürfelten Dateinamen und noch ein Passwort, so dass ich gar nicht reinschauen kann, dann sehe ich das ja gar nicht. Und dementsprechend könnte ich mein Video auch gar nicht anmahnen im Usenet. Einzig und allein die Teilnehmer des Forums könnten sehen, was sich dahinter verbirgt, also nur ein quasi geschlossener Personenkreis. Theoretisch könnte ich das Prinzip auch auf One-Click-Hoster anwenden und wird teilweise auch gemacht. Allerdings stehe ich da wieder genau vor dem Problem, dass Dateien nicht lange haltbar sind.
Ich brauche immer also eine große Nutzer-Community, die regelmäßig die Dateien herunterlädt, um sicherzustellen, dass die auch verfügbar bleiben. Und das widerspricht sich eben grundsätzlich mit dieser Herangehensweise, quasi geschlossene Foren zu haben mit nur einer begrenzten Nutzeranzahl, die dann eben Zugriff auf diese Dateien erhalten. Das funktioniert halt auch schon bei ganz wenigen Downloads. Diese Mechanismen im Usenet stellen aber sicher, dass diese Dateien eben verfügbar bleiben. Niemand weiß, was sich hinter den Dateien verbirgt, wenn er nicht Teilnehmer des Forums ist, und durch die lange Vorhaltezeit bleiben die Dateien auch verfügbar. Ein anderer Vorteil des Usenets ist die mögliche Automatisierung. Hier kann ich verschiedene Ansätze wählen. Es gibt Teile des Usenets, dort sind die Dateien eben nicht verschlüsselt und haben einen Klarnamen. Wenn das der Fall ist, dann kann ich meinen Newsreader einfach dazu anweisen, Dateien mit einem bestimmten Namen herunterzuladen, sobald diese im Usenet erscheinen. Bleiben wir wieder bei meinen Videos. Sagen wir, ich würde meine Videos im Usenet veröffentlichen. Und dann hätte ich ja vielleicht in meinen Videos immer den Namen UsefulVid. Oder irgendein anderes Erkennungsmerkmal, woran du erkennen kannst, dass das ein UsefulVid-Video ist. Ähnlich wie jetzt bei YouTube die Abo-Funktion, kann ich dort dann über RSS-Feeds oder automatisiertes Suchen eben diesen Download voll automatisieren. Man könnte also sagen, es wird ein neues Video hochgeladen von einem YouTuber zum Beispiel ins Usenet. Und der Newsreader geht dann her, erkennt dieses Video und fängt an, das automatisch herunterzuladen. Und das kann ich sogar so weit treiben, dass ich das so herunterlade, dass ich dann zum Beispiel von meinem Media Center direkt anfangen kann, das zu schauen. Um es konkret zu machen, ich habe hier NAS stehen. Auf dem NAS kann ich einen Newsreader laufen lassen und diesen kann ich eben anweisen, diese Downloads zu automatisieren. Würde jetzt also ein neues Video erscheinen im Usenet, würde das sofort heruntergeladen werden, in meine Mediathek auf dem NAS. Ich kann den Newsreader sogar anweisen, das Ganze zu sortieren nach bestimmten Kriterien. Das würde also direkt im richtigen Ordner landen. Würde ich dann am nächsten Tag, wenn das Video erschienen ist, mich vor meinen Fernseher setzen, könnte ich schon über den Streaming-Standard DLNA und UPnP vom NAS aus dieses Video streamen. Ich müsste mich also um nichts mehr kümmern und hätte jederzeit eine aktuelle Medienbibliothek bei mir. Kommen wir zum letzten Punkt, den ich so ausfindig gemacht habe, und das ist die schwere Zensur. Es gibt ja immer wieder Bestrebungen, und auch in manchen Ländern wird das ja schon durchgeführt, dass man eben sagt, Plattformen, die bestimmte Inhalte verbreiten oder hauptsächlich dazu genutzt werden, bestimmte Inhalte zu verbreiten, zu zensieren. Beim Usenet wird das aber ziemlich schwierig, nämlich wenn man hier mal von der freien Rede ausgeht. Also ich kann jetzt natürlich nur für Länder argumentieren, bei denen die freie Rede eine wichtige Rolle spielt. Und ich würde mal Europa in großen Teilen dazuzählen und natürlich auch die USA. Und das sind natürlich auch die Länder, in denen die Usenet-Server stehen. Das Usenet ist ja eine Forenstruktur. In seiner ursprünglichen Form wurde da auch viel diskutiert. Es wird bis heute da auch viel diskutiert. Und alle Dateien, die ich da runterlade, die stehen im Usenet in Textform. Ich habe hier also eine Möglichkeit, viel besser zu argumentieren und zu sagen, das ist aber eine Kommunikationsinfrastruktur. Es geht hier nicht nur darum, Dateien herunterzuladen, nein, ich kann hier auch freie Diskussionen führen. Und eine Infrastruktur, die hauptsächlich darauf ausgelegt ist, Text zu verbreiten und zu verteilen, die jetzt zu zensieren, das wird, glaube ich, rechtlich eine ziemlich harte Nuss. Natürlich kann ich jedes Medium, jedes Protokoll irgendwie wahrscheinlich zum Dateiaustausch benutzen. Aber wenn ich jetzt halt hier so ein Medium habe, das ursprünglich mal für Textaustausch, also für den Austausch von Informationen gedacht war und bis heute auch noch so genutzt wird, wird es, glaube ich, einfach viel schwieriger zu verargumentieren, warum diese Plattform jetzt zensiert oder gelöscht werden sollte. Diese Zensur sehen wir ja schon bei One-Click-Hosting zum Beispiel. Es gibt ja jetzt die CUII, diese Clearingstelle für Urheberrecht im Internet. Ich bin mal gespannt, ob die sich ans Usenet rantrauen. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn damit würden die ein ganz neues Fass aufmachen. Und das wäre juristisch auch viel, viel schwieriger. Das waren jetzt meine 5 Punkte zum Thema, warum das Usenet sich für das Verteilen von Dateien besser eignet als One-Click-Hoster. Natürlich gibt es auch Argumente dagegen und es ist immer nicht alles so schwarz-weiß, aber um das kurz mal zusammenzufassen in diesem Video, war das, glaube ich, jetzt ein schöner Ausflug ins Usenet. Ich habe eine neue Website eröffnet, die nennt sich usenet-erfahrung.de. Ein bisschen muss ich mich ja auch auf Suchmaschinen optimieren und dort versuche ich einigermaßen seriös mal niederzuschreiben, was es so mit dem Usenet auf sich hat.
Natürlich möchte ich dann an Affiliate-Einnahmen mitverdienen, aber da fast jeder Usenet-Provider ein Affiliate-Programm in irgendeiner Form hat, gleicht sich das in der Objektivität hoffentlich wieder aus so ein bisschen. Zum anderen möchte ich die Webseite auch jetzt betreiben, ohne dass ich da große Tracker und sowas einbaue. Also ich versuche das immer so schmal wie möglich zu halten. Es wird da auch keine Werbung in irgendeiner Form geschaltet. Das Einzige, was ich halt benutze, wenn ich jetzt Usenet-Anbieter teste oder darüber berichte, dann findet ihr Affiliate-Links in dem Text. Das war es dann aber auch schon an den bitteren Pillen, die man da vielleicht schlucken muss auf der Website. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Website mal besucht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf der Website auch mal einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten danke ich dir jetzt fürs Zuschauen und blende dir in der Outcard noch ein paar weitere interessante Videos zum Thema Usenet ein. Wenn dich das Thema interessiert, freue ich mich natürlich auch über ein Abo, dann halte ich dich hier immer auf dem Laufenden.